Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Wir sind gerade in der Quest. Hoppala, was? Hallo? Ja, Jäger der Dämonen. So, wir müssen helfen. Ja, Luke Skywalker. Genau, jetzt perfekt. Ja, wir müssen hier die Dämonenjäger nach in Kalador kümmern und ja, Weg zur Zitadelle, bla. Hier haben wir dann auch zwei Kreuze noch. Komisch, weil sich ein Kreuz direkt in der Zitadelle. Obwohl wir die Leute dahin führen müssen. Hört sich ein bisschen komisch an. Einmal den. Der Alter, woher kommt der Fan jetzt her? Haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Wer wird jetzt den Hof übernehmen? Die Natur. Die Natur? Nach dem, was dort passiert ist, wird dort niemand einziehen wollen. Also wird die Hütte verfallen und eine weitere Ruine abgeben. Willkommen auf Kalador. Ja, super. Eigentlich hätten wir den noch finden müssen und irgendwie mit Iona oder so war das. Vor allem, der ist immer noch angekreuzt. Naja, egal. Wir schauen mal zu dem anderen Kreuz hin. Ist da drüben in der Ruine, müsste das sein. So, da können wir hier... Ach, das war der andere Weg. Hier nach oben. So, es hängt mal wieder. So, Der steht ganz da drüben. Oh, was lag da? Ach so, ein Blümchen. Okay. Hey. Jo, servus. Hey. Wie ist die Lage? Die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Ja, okay. Eigentlich haben die schon wieder aufgehört zu kämpfen, weil die alle wieder in der Zitadelle sind. Ja, ich will bei euch mitmachen. Dann bist du auch den grünen Feuern gefolgt. Wir alle haben den Ruf gespürt. Aber das reicht nicht. Der Druide wird dir zeigen, was notwendig ist. Wenn du mir zeigen willst, was du drauf hast, dann komm mit auf Nachtwache. Ja, dann machen wir doch mal die Nachtwache, oder? Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Den Bestien direkt an der Front einzuheizen, wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Wie stark sind die Dämonenjäger? Zu wenig, als dass ein Sieg ausgemachte Sache wäre. Aber genug, um den Schatten entgegenzutreten. Und bis der Tod uns holt, zählt nur eines. Steh deinen Mann und kämpfe. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Ja, zum Glück ist auch gerade Nacht. Obwohl, kann es sein, dass es schon ein bisschen hell wird? Ich weiß es nicht. Ich sah doch hier alles klar sein, oder? Ich werde irgendwo, springt vielleicht ein paar Schatten raus. So, können wir mit dem irgendwas... Nö, groß weiter reden. Ich hoffe, wir müssen auch nicht allzu weit laufen. Hm, nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Achtung! Alter, wo hat er das jetzt gehört?
Alter, woher kommt der jetzt plötzlich? Okay, aber nur einer. Ja, 3 gegen 1. Geht ja mal richtig ab. So, wo ist er hingerannt? Hier hinten. Können wir weiter? Aber zum Glück läuft der jetzt nicht nur wieder so normal. So, oh, hier ist ein großer. So, der geht auf mich. Na dann. Mein Kollege hier. Mach ich platt. Ja, großer, schwerer Angriff. Immer gut. Ah, der große da hinten, der steht noch. So, meiner. Aber trotzdem danke für die Hilfe, Edward. Ja, aber ich brauche keine Hilfe. Nur manchmal. Komm, wir des gehen Öfteren. Weiter. Können wir weiter? Ja. So. Alter, haut sie erstmal weg. So, jetzt mal ein bisschen rumrollen. Der geht auf mich. Der ist so ein harten Schlag, dass mich halt umhaut. Deshalb können wir da groß nicht parieren. Aber zu dritt geht es eigentlich ganz gut. Nur komisch, dass da jetzt plötzlich hier Schatten rumstehen. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. So, die spionieren uns aus, okay. So, gleich haben wir noch die Runde. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Jo, erstmal eine Runde was trinken. Ja, war doch jetzt gar nicht so schwer eigentlich. Oh klar, okay, zu dritt geht schon ganz schön ab. So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Jo, eine Runde pennen könnten wir schon mal wieder. Wäre auch mal nicht eine schlechte Idee. So, hier, ja, der hat immer noch ein Kreuz. Weiß nicht, ob das so richtig passt. Obwohl, ich denke mal, der läuft jetzt wohl zurück. Und wenn er dann hier in der Zitadelle ist, dann wird es wohl abgeschlossen sein. Oder halt der zumindest mal. So, was haben wir hier? Ein Scavenger. Den machen wir mal kurz platt. Hallöchen! So, oh, im Sprung. Mies. So, Edward. Wollte gerade ausholen. So, hier haben wir sonst nichts eigentlich. Schon fast gedacht, irgendwas Verstecktes oder so vielleicht. Man weiß ja nie. Bin ich hier schon mal rumgelaufen? Eigentlich versuche ich gerade nur ein bisschen Zeit zu schinden, dass der Typ hier mal in der Zitadelle ist. Deshalb schaue ich mich noch ein bisschen um. Was haben wir hier drüben? Ja, nur so ein paar Mauern. Okay, ansonsten. Aber wenn wir gerade hier unten sind, können wir gerade eine Runde grillen und eine Runde pennen. Dann wird er wohl auch hoffentlich in der Zitadelle endlich sein. So, haben wir überhaupt was? Ein Bollen? Okay. Ja, da pennt jetzt halt schon einer. So, wir schlägen uns rein. Sollen wir es wagen? Ich probier's mal, wenn wir gerade so schleichen. Auch wenn ich nicht weiß, wie es geht. Ich
Kann das nicht mehr einer erklären? So, ah, jetzt bleiben die hier oben. Und jetzt fallen sie wieder runter. Ach so. Jetzt check ich's langsam. So. Ja, jetzt bleiben die hier oben, aber es müssen alle oben bleiben. Ich kann es so machen. Ja, wenn ich den einen berühre, dann ist es vorbei. Der fliegt auch runter. Also ich mache so. Ah, jetzt kapiere ich es langsam endlich mal. Sonst war es immer so Entermesser, okay. Immer so Zufall. Oh, Moment mal. Wenn wir gerade hier so schön schleichen können. Tun wir die mal kurz so ein bisschen ausräumen. Das konnte ich davor ja noch nicht, weil ich noch nicht schleichen konnte. So, Fusel, das hört sich gut an. Eine Schatulle, mal schauen. Die Truhe ist leer. Voodoo-Puppe. Ich verstehe nicht, warum steht da mal Voodoo-Puppe und dann steht hier dran Papageienflug erhalten. Das checke ich nicht so ganz. So, Edward. Es wird langsam auch wieder hell, wir müssen aufpassen. Nicht, dass sie hier aufstehen. Ja, guck. So, der hat es jetzt, glaube ich, mitbekommen. Kann es sein? Ja, dann müsste ich mich ja im Schleichen noch irgendwie verbessern können. So, den Fisch nehmen wir mit. Schauen wir mal hier rein. Hier liegt auch einer. So, der bleibt liegen. Piraten der Neuzeit. Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Jo, neue Quests. So, der Löffelgabel ist jetzt nicht so wichtig. Fusel nehmen wir mit, ist wichtig. Ja, verdammt, hier kann man noch nicht aufmachen. So, deshalb einmal hier raus. So, ja, guck, der eine ist schon aufgestanden. Okay, der eine liegt noch. Das war doch der hier, oder? So, wir schleichen uns rein, weil die kommen mir immer gleich angerannt. So, was willst du hier? Deshalb eine Runde pennen. Bis Mittag, weil bis zum nächsten Morgen wäre dann übermorgen, also übermorgen, morgen oder so, keine Ahnung. So, wir sind diesmal nicht ins Schattenreich gekommen. Das weiß ich. Auch okay, ja, vielleicht, weil wir nicht über Nacht geschlafen sind. Das könnte natürlich auch sein. So, wir rennen Richtung Zitadelle. Aber auch ein bisschen komisch, oder? Eigentlich habe ich immer gedacht, wenn ich schlafen gehe, dass ich ins Schattenreich komme. Aber warum kullert der Totenkopfschädel hier rum? Oder vielleicht auch wirklich nur, wenn man über Nacht schläft oder so. Ich weiß es nicht. So, die Ratte ist mal wach. Die habe ich bis jetzt nur pennen gesehen. So, die habe ich schon wieder vergessen. Eigentlich hätten wir den Teleportstein benutzen können. Aber jetzt sind wir eigentlich so nah dran. Da ist jetzt eigentlich auch gerade egal. Das muss ich mir noch ein bisschen merken hier mit dem Teleportstein. So, jetzt ist die Frage, warum habe ich... Ich habe sogar zwei Kreuze. Mason steht hier. Der hat nichts mehr zu sagen. Ja, der ist eigentlich auch da. Wegen deiner Krieger. Fenn konnte einen der Bauernhöfe nicht mehr retten. Schlimme Zeiten sind das, wenn wehrlose Bauern den Preis für unseren Krieg bezahlen müssen. Mason hat seine Wache im Norden beendet. Das ist gut. Mason ist einer unserer besten Männer. Jo, ja, da sind doch alle zurück, oder? Deine verbliebenen Krieger sind zurückgekehrt.
Es sind viel zu wenige. Jedoch müssen wir uns trotzdem unserer nächsten Aufgabe stellen. Du hast uns sehr geholfen. Danke. Ohne dich wäre unsere Lage noch aussichtsloser. So, noch aussichtsloser als aussichtslos? Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des Alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Ja, da müssen wir noch eine Runde überlegen, oder? Oder wir wissen es gleich.